Nachdem wir uns jetzt über SPI unterhalten haben und SPI wiederholt haben, gehen wir quasi zu einem noch kleineren Interface, mit noch weniger Signalen. Erinnert euch, wir haben angefangen mit den bit-parallelen Interfaces. Dann haben wir irgendwie gesagt, da gibt es so Adressdatenbusse und so. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist vielleicht nicht so gut für weite Distanzen, da jetzt über viele, weiß ich nicht, 32-Bit breite Adressdatenbussen zu reden, wenn man irgendwie sein ganzes Haus kabeln möchte und irgendwie jede Glühbirne ein- und ausschaltet, dass man dann über so einen breiten Parallelinterface arbeitet. Dann haben wir uns eben das SPI angeschaut, wo wir mit drei Leitungen auskommen, um zwei Kommunikationspartner miteinander reden zu lassen. Ja, eigentlich vier, weil dann brauchen wir noch diese Slave-Select-Leitung. Und die RS-232-Schnittstelle, die ist halt dann noch ein bisschen sparsamer. Da brauchen wir jetzt nur noch eine Leitung pro Kommunikationsrichtung und that's it. Also wir haben dann noch den Ground natürlich. Okay. Ich brauche drei Leitungen, ich brauche die gemeinsamen Bezug. Genau, ich habe jetzt den, beim SPI habe ich den Ground auch nicht gezählt. Aber es verwirrt mich selber oft, weil es üblich ist, dass man die Ground-Leitung nicht mitzählt. Und dann werden oft Aussagen getroffen über das eine oder andere Ding, die dann sagen, wir brauchen so viel Leitung, wenn sich irgendwas fehlt, das kann nicht gehen. Ja, also ich hab den Ground als gemeinsamen Bezugspunkt, den brauche ich immer. Bei manchen komischen Protokollen ist das die Erde oder so, aber irgendeine Art von gemeinsamen Potenzial muss es geben. Und dann habe ich die echten Datenleitungen. Wenn ich die Datenleitungen sehe, dann komme ich hier quasi mit einer Datenleitung pro Kommunikationsrichtung raus. Das ist eine schwierige Frage, reden wir in der Pause. Von der Idee her hast du recht. In der praktischen Umsetzung hängt das immer davon ab, welche Art von differenziellen Signal du dir anschaust. Also es gibt schon Sachen, wo ich wirklich Geräte verbinde über weitere Strecken, wo ich einfach ein differenzielles Signal habe. Wenn ich aber Board-Level zum Beispiel bin, so weiß ich nicht, PCI-Express, da habe ich zwar immer ein differenzielles Signal, aber ich brauche quasi zu dem differenziellen Signal immer noch die zusätzliche Bezugsplane aufgrund der Art, wie das Signaling dort genau funktioniert. Und dann habe ich auf einmal drei Dinge, die an einem Bit draufhängen. Aber nachdem Spannung immer nur zwischen zwei Punkten auftreten kann, ist das ganz klar, du brauchst immer einen zweiten Punkt. Also du kannst einen Draht. Ich brauche einen zweiten Punkt, genau, aber. Und feststellen, wenn du nicht brauchst, wo der Bezugspunkt ist. Aber bei ComExpress reichen mir die zwei Punkte nicht aus, sondern ich brauche aufgrund der Art und Weise, wie die Treiber gebaut sind, quasi auch noch das normale Ground, weil es immer mit dem differenziellen Schalten auch ein Common Mode Schalten gibt. Und damit habe ich quasi, wenn ich mir das als Transmission Lines anschaue, habe ich quasi nicht ein Leiterpaar, sondern ich habe drei Leiterpaare, nämlich Plus und Minus zueinander und Plus zu Ground und Minus zu Ground. Aber es gibt durchaus geräteverbindende Sachen, wo ich sage, das ist ein differenzielles Signal, wo ich kein zusätzliches Ground brauche. Okay, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Sondern wir schauen uns hier die, jetzt viel einfache Dinge an, wo ich in anderen Frequenzen drin bin, wo ich gar nicht nachdenken muss über differenzielles Signaling jetzt. Außer bei langen Strecken, dann habe ich wieder die Stromschleifen. Wir wollen uns kurz anschauen, wie RS-232 das machen kann. Dass ich eine Signalleitung habe, eine digitale Signalleitung und über die quasi die Kommunikation abwickeln kann. Und wenn wir uns das mit dem SPI nochmal anschauen, dann haben wir bei SPI so ein Paar von Leitungen, um Daten zu übertragen. Wir haben eine Datenleitung und dann haben wir eine Clock-Leitung. Und das kennen wir eigentlich schon von Anfang an von den bit-parallelen Interfaces. Da haben wir auch eine Clock-Leitung gehabt und haben gesagt, okay, wenn die Clock-Leitung ihren Zustand wechselt, von 0 auf 1 zum Beispiel, das ist der Zeitpunkt, zu dem wir uns die Daten anschauen und sagen, okay, hier
ist dieser Wert. Und dann wissen wir, das nächste Bit ist bei der Flanke, das nächste Bit ist bei der Flanke und so. Also wir haben quasi eine eigene Zeitreferenz, die wir mitnehmen, darüber, dass wir eine zweite Leitung haben, die nur hin und her schreibt. Bei RS-232 habe ich das nicht. Bei RS-232 brauche ich synchron gehende Uhren auf beiden Seiten. Und damit, dass beide Seiten sich quasi ausmachen, zwischen den Bits lassen wir so und so viel Zeit vergehen, darüber können sie sich dann übereinander synchronisieren, wenn sie wissen, wo sie anfangen müssen. Das ist quasi noch der Knackpunkt. Sie müssen beim allerersten Bit, müssen beide Kommunikationspartner irgendwie erkennen, aha, jetzt geht's los. Und dann wissen sie, so und so viele Mikrosekunden vergehen zwischen zwei Bits und ich kann die Daten senden. Bei dem syrischen Leben würde ich synchron gehen als Uhr. Ist ja das genügt, wenn sie die gleiche Taktfrequenz haben. Ja, das habe ich gemeint mit synchron. Synchron erfordert eigentlich mehr als die Ja, also mit synchron habe ich wirklich nur gemeint die gleiche Frequenz und nicht, dass die Uhren die gleiche Uhrzeit haben oder dass sie phasenstabil werden oder sowas. So, mit synchron gehenden Uhren habe ich gemeint, zwei gleich schnell gehende Uhren. Danke. Also Sie haben zwei gleich schnell gehende Uhren. Und damit kann ich Daten auf folgende Art und Weise übertragen. Wir definieren zunächst im Ruhezustand, übertragen wir einfach ein 1-Bit. Wenn ich quasi gerade keine Daten übertragen möchte, wenn irgendwie nichts da ist, was der Sender dem Empfänger mitteilen möchte, dann übertragen wir 1, also das ist quasi ein Zustand, der möglicherweise sehr lange anhält hier. Und wenn jetzt eine Übertragung stattfinden soll, dann übertragen wir zunächst ein 0-Bit. Das nennt man das Startbit. Das müssen wir übertragen, um zu signalisieren, jetzt geht's los. Aber wir verlieren es für echte Daten, weil wir eben immer eine 0 übertragen müssen an der Stelle. Einfach nur um zu sagen, jetzt beginnen die eigentlichen Nutzdaten. Und danach kommen dann eine entsprechende Anzahl von Datenbits. Und nachdem der Empfänger hier diese fallende Flanke gesehen hat, sagt, da geht's los, weiß er, okay, jetzt muss ich so lange warten und dann bin ich genau mitten im ersten echten Datenbit und dann muss ich immer so lange warten, damit ich von der Mitte von dem Datenbit ins nächste Datenbit hineintreffe. Und wenn die Uhren quasi annähernd gleich schnell gehen, dann funktioniert das hier bis zum letzten Bit. Wenn die Uhren stark unterschiedlich schnell gehen, dann erwischt er vielleicht das erste Bit und das zweite Bit und dann ist er hier schon quasi, hat er ein Bit schon übersprungen. Also man sieht, es funktioniert nur, wenn beide Kommunikationspartner gleiche Vorstellungen davon haben, wie schnell Zeit vergehen. Also ich weiß nicht, ob jemand relativistische Effekte berücksichtigt hat bei der Spezifikation von dem Protokoll. Da gibt es manchmal ganz lustige Sachen bei den Einstellungen. Da gibt es die Möglichkeit einzustellen 256k und der eine rechnet es 256 mal 1000 und der andere rechnet es 256 mal 1024 und es gibt beide Werte zum Einstellen und wenn man da auf dem ersten 256er schaut, ist man ein kleines bisschen daneben. Ja, natürlich. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube bei einem Kilobaut ist es immer 1000, oder? Nein, es wird auch mit 1024 teilweise gerechnet. Eine Standardbaurate? Weiß ich nicht, aber ich kenne es, dass es... Also nicht Standard gibt es alles. Also wenn ich jetzt irgendeinen Arduino zum Beispiel hernehme, der auch RS-232 kann, dann habe ich dort gar nicht die Möglichkeit, eine Baurate auszuwählen, sondern ich muss mir selber ausrechnen, wie ich die Clock-Divider programmieren muss, um auf das richtige Resultat zu kommen. Und da kann ich natürlich die beliebige, aber ich glaube, in der Liste von den Standardwerten... Nein, das kann nicht sein. Aber ja, also das Problem ist jedenfalls genau das, dass wenn die nicht genau passen, warum auch immer, wenn die eine unterschiedliche Einstellung verwenden, dann kann die Kommunikation nicht funktionieren. Nein, es funktioniert. Bei einzelnen Characters geht's. Da hat er nachher wieder lange wahrscheinlich, wenn das MSB nicht gesetzt ist. Nein, sofort wieder Blockgröße, wenn er auseinanderkommt. Nein, weil nach jedem Byte kommt ein Stoppbit und ein Startbit. Also nach jedem Byte kann er sich neu synchronisieren. Aber es kann sein, dass es an den Bits hier hinten hängt. Wenn es gerade so ist, dass er die letzten beiden Bits quasi verschluckt, dass zum Beispiel bei
bei ASCII-Codes kleiner 64 sind beide Most Significant Bits 0, was dann wurscht ist, wo er da genau hintrifft, zum Beispiel. Also, wir haben jedenfalls diese Idee der gleich schnell gehenden Uhren. Wir beginnen im 1-Zustand, beim Wechsel von 1 auf 0, weiß der Empfänger, ha, jetzt geht's los. Und dann wartet er die entsprechende Zeit, was in die Mitte vom ersten Bit trifft und wartet die entsprechenden Zeiten für die anderen Bits. Und nach jedem Byte kommt ein Stopp-Bit. Und genauso wie das Start-Bit einfach definiert ist, als du hast einen Wert 0, ist das Stopp-Bit definiert als du hast den Wert 1. Das heißt, jetzt könnte hier dann eine Sendepause kommen oder es könnte gleich nach dem Stopp-Bit das nächste Start-Bit kommen, aber in jedem Fall beginnt die nächste Übertragung wieder mit so einem Wechsel von 1 auf 0. Und damit brauche ich quasi keine Uhren, die genau genug gleich gehen, damit das über einen sehr langen Zeitraum funktioniert, sondern es muss quasi nur für ein Byte funktionieren. Da habe ich einen gewissen Spielraum drinnen. Und am Ende von dem Byte habe ich dann wieder diesen Wechsel von 1 auf 0, der für das nächste Byte ein gemeinsames Timing vorgibt. Das würde aber nicht funktionieren, wenn ich zum Beispiel eine Leitung habe, wo das Signal schon drauf ist, wo andauernd was kommt und ich hänge mir jetzt plötzlich drauf und lausche mit, weil da weiß ich dann nicht wirklich wo. Da muss ich eine gewisse Zeit mitlauschen, damit ich weiß, wo die Stadt steht. Ich muss mehr als Arbeit mitlauschen. Ja. Man muss, es muss quasi irgendwann mal eine Pause sein, die lang genug ist. Wenn es nämlich länger als quasi 9 Bit 1 ist, also 8 Datenbit plus 1 Stoppbit, dann weiß ich, ich bin in einer Pause. Und dann kann ich quasi mich hineinsynchronisieren. Und das ist eh ein sehr, sehr üblicher Modus, weil das ja oft für Terminals und so verwendet wird. Da ist dann quasi nichts und dann drückt man mal eine Taste und dann geht es quasi los. Aber am Anfang, wenn das System sich elektrisch initialisiert, dann habe ich normalerweise keine Übertragung, sondern das passiert erst später. In der technischen Implementierung habe ich dann anderthalb oder zwei Stockbits, genau um dort synchronisieren zu können. Dann kann man jederzeit ansteigen. Wobei auch die zwei Stopp-Bits. Sagt da nichts, das kennt ja zwar immer zwei Bits gesetzt sein. Also mit den 1,5 Bits, da kann man es quasi erkennen, dass das Timing. Ja. Und die 1,5 Bits unterscheiden sich in der Länge von den anderen und damit kann man eindeutig beide Anfang bzw. Ende synchronisieren. Ich weiß nicht, machen das aber normale Uhrs? Oder ist das quasi nur eine Möglichkeit? Okay. Die Standard. 1,5 ist Standard. Kaum ein System, das nicht verwendet. Ja, aber der UART macht der normale UART im Empfangsmodus das, dass er genau das erkennt. Das wäre interessanter, weil das natürlich die UART-Schaltung deutlich aufwendiger macht, diesen Fall zu erkennen. Der kann es auch dem Zeitpunkt, wo er mit mehr als der doppelten Baudraht synchronisieren kann. Ne? Also, das Einzige, was ich mir erinnern kann, ist irgendwie das so mit 16-facher Taktfrequenz halt irgendwie geprobt wird irgendwie, aber dass da jetzt irgendwie gezählt wird, kann ich mir nicht erinnern. Also so ein UART ist eine relativ einfache digitale Schaltung, der mit einem festen Teilerverhältnis schneller getaktet ist als das, was wir hier sehen, und dann kann man quasi erkennen, beim letzten Mal nach schon war ein 1, jetzt ist eine 0, also bin ich hier und jetzt weiß ich, jetzt zähle ich einfach N Schritte, bis ich da bin und dann zähle ich M Schritte, bis ich da bin. Cool. Und nachdem er quasi hier ist, wartet er wieder auf einen Übergang von 1 auf 0. Der hier kann nur ein Übergang von 0 auf 1 sein. Das heißt, erst der nächste Start-Condition ist wieder ein Übergang von 1 auf 0. Gut, also das ist die grundlegende Idee von RS-232. Da gibt es das Framing Error und Break gibt es ja normalerweise. Es gibt das Break, dazu komme ich gleich. Aber das ist die grundsätzliche Idee. Das Wichtigste ist hier, dass es ein spezielles Symbol gibt über diese Start- und Stopp-Bits, an das ich mich synchronisieren kann, wo ich weiß, an der Stelle erwarte ich einen Wechsel von 1 auf 0 und damit haben dann wieder beide Uhren, mit denen sie erkennen können, wo ist das Bit 0, wo ist das Bit 1 und so weiter.
so weiter. Damit die Sache dann nicht ganz so einfach ist, sind die Signalpegel bei RS-232 ein bisschen kontraintuitiv festgelegt. Nämlich ist der negative Spannungsbereich, so minus 3 Volt bis minus 15 Volt, sind logisch 1. Ja, logisch 1 durch. Ja. Also die negativen Spannungen sind logisch 1 und die positiven Spannungen, 3 Volt bis 15 Volt, sind logisch 0. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob es einen echten Grund gibt. Ich weiß, dass es in der Telekommunikation eine ganze Reihe von Dingen gibt, wo man mit positiven Versorgungsspann, also mit positivem Ground-Potenzial arbeitet und davon ist dann alles negativ gerechnet und so. Also das ist gerade in der Telekommunikation nicht unüblich, dass die Vorzeichen von Spannungen sehr seltsam verwendet werden. Bei der Telekommunikation ja, Amtsleitungen, der Ground war immer Plus. Mhm. Ja. Aber ich kann mir hier vorstellen, dass das einen physikalisch-chemischen Grund hat. Wenn ich mich mit Plus und Minus arbeite, dann habe ich in Summe 0 über die ganze Zeit gesehen. Ja, ja, die Frage ist, warum Minus 1 ist und Plus ist 0. Also da, nein, ich glaube, warum ich negativ und positiv um 0 habe, das ist ja, ja. Ach so. Das eigenes. Aber die Frage ist, warum verwende ich quasi für logisch falsch, also 0, die negativen und für logisch wahr die negativen Spannungen und für logisch falsch die positiven. Wird irgendeiner mal festgelegt haben. Genau, also, aber ansonsten selbstverständlich, dass man um den Ground pendelt, ist ganz, ganz üblich. Also vor allem, wenn das eine längere Übertragungsstrecke sein soll, dann will man keinen Gleichanteil ausschalten. Aber wie wollt ihr das? Das hat ja der Fernsehschwarzschildkasten, das serielle Protokoll eigentlich. Ja, nur hat das nicht als Dings gehabt, als Spannungsschnittstelle, sondern als Stromschnittstelle mit 20 mA oder so. Also diese 5-Bit, 1,5 Stockbit oder so irgendwie waren beim Fernschreiber schon. Also, so alt schaust du noch gar nicht aus. Aber ich habe einen Zauber. Was hat's aus? Ich habe mit einem Fernschreiber habe ich programmieren gelernt. Meine ersten Programme. Ja, das war mein erster Drucker. Das war mein erster Drucker. Für die Diplomarbeit, die habe ich gedruckt auf dem Fernschreiber. Aber ich bin dann immer vom Café gegangen, für 5 Zeichen pro Sekunde. Ja. Ja, also jedenfalls ist das so festgelegt mit dem Plus und Minus. Und es gibt quasi etwas, das nicht wirklich ein Standard ist oder so, aber das ist etwas, was man oft findet, nämlich dieses TTL-Level RS-232, die eben die TTL-Pegel verwenden, das gleiche Protokoll, aber die TTL-Spannungspegel mit 0 Volt und 5 Volt und hier eben dann 0 entspricht 0 Volt und 1 entspricht 5 Volt. 3,318 gibt es so. Ja, aber dann ist es nicht mehr TTL. Also, aber die Idee jedenfalls, dass man quasi das gleiche Protokoll verwendet, aber eben nicht auf diesem plus minus 3 bis plus minus 15 Volt-Bereich, sondern auf den üblichen Signalpegeln für die Technologie, ob das jetzt 5 Volt ist oder 3,3 Volt. Und dann hat man, wenn man dann an eine echte RS-232-Schnittstelle gehen möchte, noch einen extra Chip, der die Spannungswandlung macht, der dann quasi das Datensignal, das zum Beispiel 0 Volt, 5 Volt ist, umsetzt auf so ein minus 3 bis zum plus 3. Max 232. Genau, zum Beispiel. Alle Wobei, also gerade an einer 5-Volt-Domäne ist, da kann man viel machen. Weil es reicht mit minus 3 plus 3 zu signalisieren. Also man braucht oft quasi gar keine Ladungspunkte, um höhere Spannungen zu machen, sondern es reicht, einen Inverter zu bauen, damit man quasi dann auch die negative Spannung erzeugen kann. Dann hat man schon gewonnen. Okay, dann haben wir hier zur Diskussion, also es gibt diese Übertragungsraten 9600 oder 15200, die man aus Terminalprogrammen und so kennt, die Einheit. Aber nicht im Boot pro Sekunde. Doch. Der Boot ist... Boot ist Bit pro Sekunde. Jein. Boot
ist das, was auch ein Dings ist. Ja? Und wenn du das jetzt im Bit rechnest, was wirklich übertragen wird, du hast ja eigentlich 11 Bit übertragen, aber echter Wert, was du rauskriegst, Nutzwert, genau, ist immer 8 so. Bit. Genau. Das sind Bits. Ja, also in dem Bild sind wir 10 Bits, aber wir sind 8 Bits, aber wir sind 10 Baum. Quasi. Weil wir die Start- und die Stopp-Bits dann nicht zählen. Ist das OSI-Bombe nicht schon enthalten worden? Ich glaube schon, dass das, also ich kann nicht. Ja, ich glaube, das es kann sein, dass pro Sekunde falsch ist, genau. Ja, das glaube ich nicht. Dass dann eben pro paar Sekunden rauskommt in einem. Ja. Beschleunigung. Ich wollte gerade sagen, eine Informationsbeschleunigung. Also Boot pro Sekunde ist immer größer als Bit pro Sekunde, oder umgekehrt? Genau, aber wir haben uns gerade geeinigt, dass es Boot ist und nicht Boot pro Sekunde, aber wir sind natürlich. Boot ist größer als Bit pro Sekunde. Genau. Und also Boot ist generell, glaube ich, die Anzahl der Symbole pro Sekunde. Wir kennen halt jetzt nur Dinge, wo ich zwei Zustände habe, 1 oder 0. Und dementsprechend ist das sehr nahe den Bit pro Sekunde. Aber es gibt andere Dinge, die mit mehreren Spannungslevels zum Beispiel arbeiten. Dann divergiert das Bit pro Sekunde und das Boot pro Sekunde schon ganz drastisch. Also wenn wir das ist ja Modem so, oder? Naja, oder Gigabit Ethernet zum Beispiel. Also Gigabit Ethernet hat was? 140 Megabaut. Und der Rest kommt eben darüber, dass sie 16 Signalwege haben. Aber dann kommt quasi noch was weg, weil die Error-Korrektur was kriegst, sodass du nach oben Strich ungefähr 1 Gigabit pro Sekunde rausschaut. Okay, also das ist die Unterscheidung hier, dass wenn wir von einem Bit pro Sekunden reden, dann reden wir wirklich von den Daten, die man da durchschleusen kann, und bei einem Boot reden wir wirklich von den Symbolen, die ich pro Sekunde übertragen kann, egal ob diese Symbole jetzt verwendet werden für Start- und Stopp-Bits. Gut. Gut, also ich habe jetzt eben 8N1 beschrieben. Und 8N1 heißt 8 Datenbit, kein Parity-Bit und ein Stopp-Bit. Und man kann quasi jetzt da andere Dinge nehmen, dass man irgendwie Even- oder Odd-Parity macht. Dann gibt es quasi noch ein weiteres Bit, das nur eine Prüfsumme über die anderen ist und dazu dienen soll, einen Übertragungsfehler leichter zu erkennen. Oder ich kann eben statt dem einen Stopp-Bit einen halten. Laut Wikipedia sozusagen wird Boot als die Symbole pro Sekunde definiert. Ja, das heißt aber sogar, dass sie mehrere Bits sein können, wann die Symbole. Genau, also das, was wir vorher gerade geredet haben, Gigabit Ethernet hat 16, hat 16 verschiedene Symbole. Ja. Das heißt, die Boot Rate von Gigabit Ethernet ist 140 MHz. Und ich komme aber quasi auf ein Gigabit darüber, dass ich 16 verschiedene Symbole habe. Damit bin ich da deutlich über einem Gigabit, aber dann geht etwas weg für die Fehlerkorrektur. Nein, es sind nicht 16 Level, wir sind 8 Level. Mit 2 Leitungen. Nein, es sind alle 4 Leitungen sind Full Duplex und Echo Cancellation. Also sind es vielleicht nur 4, vielleicht sind es nur 4 Levels und 4 Leitungen, damit komme ich dann auch auf die 16. Weil sonst würde ich eine viel zu hohe Übertragungsrate bekommen. Also er verwendet auf jeden Fall alle 4 Leiterpaare im Full-Duplex-Modus mit Echo Cancellation. Jeder ruft quasi rein und rechnet dann das, was er selber reinruft, von dem Signal raus. Und was übrig bleibt, ist das, was von der anderen Seite gekommen ist. Gut, also wir haben diese Betriebsarten, 8N1 zum Beispiel für 8 Datenbits, kein Parity und ein Stopp-Bit. Und dann gibt es eben entsprechend hier. Aber 8, 3, 2 gibt es ja so? Na, weil 3 keine Bezeichnung ist, die mir geläufig wäre für das Parity. Das kann nur No, Odd oder Even sein. Also die. Aber es also gibt. N steht nicht für N ist gleich 1. N steht nicht für natürliche Zahlen. Nein, N steht nicht für natürliche Zahlen, sondern wirklich N. Also 8N1. Literally ist eine Betriebsart. Und ich kann aber auch 11, weiß ich nicht,
11 O2 haben. Dann wäre es quasi 11 Datenbits Odd Parity und 2 Stunden. Vor allem mehr Datenbits, immer ganz lustig, manche Mikrocontroller können das, die AVRs zum Beispiel, die können glaube ich bis zu 10 Datenbit im RS-232. Und dann hat man aber keine Gegenstelle, die das kann. Also wenn ich jetzt am PC einfach die serielle Schnittstelle verwende, das kann nichts damit anfangen, wenn da irgendwo auf einmal 10 Datenbit daherkommen. Also wenn ich jetzt zwei AVRs miteinander reden lassen möchte und ich möchte, dass man nicht allzu leicht zuschauen kann, was die reden, dann kann es schon mal helfen, einfach die Anzahl der Datenbits von 8 verschieden einzustellen. Ja, und kann man 5 Datenbits einstellen? Würde das gehen? Ich weiß nicht, wie es ausschaut mit Standard, also von der offiziellen Seite, aber von der Protokolldefinition würde nichts ins Wege stehen, weil bei all diesen Sachen müssten sich immer beide Kommunikationspartner einig sein. Ich weiß, dass die AVRs es nicht können. Die AVRs können mindestens 8. Na, die ersten UARTs haben es auf jeden Fall können, weil die ja den Fernschreiber haben. Mhm. Ja. Also die 5-Bit war auf jeden Fall unterstützt. 5-Bit war auf jeden Fall, ja. Wir wissen nicht, was ausschaut mit 3-Bit oder 6. Nicht, aber 5 war sicher. Ja. Wo waren wir hier? Genau, da gibt es dieses Experiment, das machen wir jetzt nicht, aber das können wir in der nächsten Experimentiergruppe machen. Ich vergesse nicht. Dass man einfach mal so ein serielles Signal ausgibt und dann einen Ostsee quasi aufzeichnet und dann schaut, was da übertragen wurde und das dann wieder rückgeht. Also quasi das, was wir jetzt heute als Test gemacht haben für SPI-Signale, dass man das in echt macht mit einem RS-232-Signal. Eine einfache Möglichkeit, das zu machen, ist, wenn man einfach ein Arduino nimmt, weil der nämlich seine TTL-Level RS-232-Signale auf eigene Pins ausgegeben hat. Das heißt, den braucht nur ein Arduino oder USB anstecken und hat dann dort einen Transmit- und Receive-Pin, wo man mitlauschen kann mit dem Auszug. Gut. Ja, last but not least gibt es dann bei RS-232 noch die Möglichkeit, quasi eine sehr, sehr lange 0 zu übertragen. Und das ist ja nicht definiert. Nicht? Also eine sehr, sehr lange 1 ist irgendwie klar, das wäre quasi einfach eine lange Übertragungspause. Aber wenn ich einmal ein Startbit habe und ich habe einen Wechsel von 1 auf 0, dann muss es spätestens hier am Ende von einem Byte einen entsprechenden Wechsel von 0 auf 1 geben. Also mehr als 9 Nullbits hintereinander können quasi nicht auftreten in dem Protokoll. Das hindert mich natürlich nicht daran, trotzdem einfach für einen längeren Zeitraum eine Null zu übertragen. Und jetzt geht man her und sagt, dass das ein Feature ist, dass man darüber quasi ein weiteres Symbol hat, das man übertragen kann, das außerhalb von dem Raum von 8-Bit oder wie viele Datenbits man auch immer hat, liegt, und das nennt man dann ein Break-Signal. Also damit kann man dann quasi was Eigenes signalisieren, was nicht ein Byte ist, sondern was anderes. Geben wir eine Idee, wofür man das verwenden könnte? Also ich weiß, dass wir es früher auf den Terminals immer wieder verwendet haben. Das war einfach, um die Verbindung abzubrechen, Break, oder beziehungsweise, wenn die Autoboot-Detection irgendwie falsch war, habe ich es noch einmal gezwungen, okay, geh zurück und mach noch einmal neue Autobots. Zum Synchronisieren quasi. Zum Synchronisieren. Dass man sagt, genau. Man weiß, wo die Bits anfangen. Ja. Also meistens ist es verwendet worden als irgendeine Art von Reset-Signal sozusagen. Entweder um irgendwie jetzt eine neue Shell zu bekommen auf dem Mainframe, mit dem man verbunden ist mit seinem Terminal. Oder sonst irgendwas zurückzusetzen. Also es ist auch von den Programmierschnittstellen, zum Beispiel unter Unix, ist es ein bisschen mühsam, so einen Break zum Beispiel abzufangen. Also das ist dann, es ist leicht, eins zu schicken, aber eins abzufangen ist ein bisschen aufwendiger.
wo man quasi sieht, dass die Idee war, dass das eher auf einer unteren Ebene gehandelt wird, was Break jetzt eigentlich bedeutet. Warum ist das schwer zu machen? Einfach von der Programmierschnittstelle ist das jetzt nicht so vorgesehen. Ist das quasi, weil ich nicht händisch per Hebel das wieder raufsetzen kann? So, oder? Nein, sondern es ist halt eine Schnittstelle vorgesehen, eine API, um ein Break-Signal zu schicken, aber um ein Break-Signal zu empfangen, das ist halt nicht so einfach vorgesehen. Weil keine Flanke existiert. Nein, das hat keinen Grund vom Signaling, sondern die Schnittstelle ist einfach so festgelegt worden, die Programmierschnittstelle. Also es gibt keinen technischen Grund. Es gibt kein freies Zeichen eigentlich dafür. Ja, ja, also man muss quasi, ich habe den... Die Schnittstelle kann 256 von einem Byte 256 Zeichen schicken. Und damit ist eigentlich nichts mehr frei. Das heißt, muss man irgendeinen anderen Kommunikationsweg freihalten. Genau, also es ist. Ja, also unter einem normalen Unix-System, wenn du einfach mal einen Break schickst über die Serielle und du machst einen Read, dann liest du ein 0 bei. Und das hat schon, kann man schon argumentieren, nicht, dass es quasi irgendwie bis da ein 0 Byte war und dann ist etwas Komisches passiert. Aber es fällt einem schwer, quasi auf der Software-Seite, auf der empfangenden Seite zu sehen, dass ein Break war. Ein Break schicken ist einfach. Es gibt einen eigenen System Call dafür, weil ich sage, schick mal ein Break. Aber die Idee ist, dass es auf der Gegenseite nicht von der Software behandelt wird, sondern irgendwie auf der Hardware-Ebene oder zumindest im Betriebssystem-Kernel irgendwie sagt, ich will jetzt mal was, wirf den alten Prozess weg und mach eine neue Shell zum Beispiel oder was auch immer. Das DMX-Signal ist wirklich nicht mit einem UART eigentlich nicht dekodierbar, so sauber. Und der schickt, das funktioniert mit einem Break und dann kommt irgendwie eine Protokollnummer und dann kommen einfach 256 Helligkeiten oder so. Ja. Und 512 bis zu. Und das lässt sich einfach nicht gescheit. Also in einem Mikrocontroller zum Beispiel ist es einfacher. Ja, okay, dann. Weil dort, da schreibe ich ja meinen eigenen Treiber dafür, da habe ich keine Abstraktion davon. Und da kriege ich einfach einen Interrupt, wenn was passiert. Und dann würde ich in der Interrupt-Routine einfach den Statusregister auslesen und nachschauen, was ist denn passiert. Und dann gibt es eben ein Bit für, ich habe einen Datenbyte empfangen. Und es gibt ein Bit für, da war ein Break. Eben auf der Applikationsebene, wenn ich wirklich Softwareentwicklung mache, ist es gerade nicht vorgesehen, die sinnvoll Breaks zu empfangen.